wunderschönen guten Morgen zum zweiten. Vorhin das Mikrofon nicht eingeschaltet, jetzt läuft es. ja. Hier bei uns unter der Blache, unter der Markise, ist alles schön trocken geblieben. Der Tisch, alles schön, ist wunderbar trocken. Weil es hat die halbe Nacht geregnet, gestern oben zu angefangen. Ja, bis etwa Mitternacht hat es geregnet, man sieht es hier. Es ist alles schön nass, Auto nass, Dachzelt nass, Vordach nass. Ja, Campingplatz schläft noch. Es ist gerade irgendwie 8:30. Wir können jetzt unser Brot holen, das wir bestellt haben, das erste Mal. In unseren Campingferien auf einem Campingplatz Brot bestellt. Für irgendwie 2,80 € oder so ein Vollkornbrot. Und hier in der Nähe hat es keine Lade und nichts. Und wenn, ist wahrscheinlich auch alles zu. Heute ist Ostersonntag. Schöne Ostern übrigens. ja. Heute Programm ist, hier oben ist noch ein Stausee, Wertenstein. Den gehen wir anschauen. Und neben dem Stausee, auf dem Hogar oben, hat es noch eine Ruine. Da kann man irgendwie durch Höhlen durchlaufen. Ich bin gespannt, wie das wird. Gehen wir auch noch heute rauf. Weil das Wetter sollte ja einigermaßen haben, weil die Sonne schaut raus dort. Die Sonne güchselt ein bisschen. Aber es ist sonst ein bisschen sehr wolkenverhangen. Es ist kalt, es ist irgendwie 8-9 Grad Maximum. Vielleicht auch kälter, also der Atmen sieht man. Ja, dann gehen wir dann zuerst mal das Brot holen. Und dann gibt es morgen feines Kaffee, frisches Brot, mit Gumpfi, selber gemachte Gumpfi. Genau. Und dann laufen wir zum See rauf. Bis später. Oh, jetzt zum Morgen ist serviert. Feiner Kaffee. Jockey kommt gerade noch. Sassi macht noch Jockey. Das feine Brot, hoffentlich. Und selber gemachte Kirschgumpf. Aufmachen. Nam. Fein. ja, heute zusammen. Guten Morgen. Jetzt mache ich das wieder einmal so zur Abwechslung. Wir machen jetzt eine schöne Wanderung. Mal schauen, was nicht durchführt. Ja, die Sonne ist einmal schon mal gekommen. Es ist... Das Morgen war fein. ja, es ist zwar recht frisch, aber eben, die Sonne drückt durch. Es hat durch die Nacht durch ein bisschen geregnet. Zeig mal. Ja, schau mal. Die Sonne kommt schon recht. Es gibt schon Schatten. Und ja... Treffen wir unser Zelt noch ein bisschen. Genau, das Zelt muss ein bisschen trocknen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, bis später. Es ist schon ein bisschen aus dem Campingplatz rausgelaufen. Da sieht man die Sonnenbrille montiert. Die Sonne scheint. Es ist doch etwa ein bisschen blauer Himmel. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da ging es. Das ist unser Campingplatz, also unser Stellplatz. Ja, jetzt laufen wir hier die Strasse rauf zum Stausee. Also die Staumauer. Und dann schauen wir mal, wie viel Wasser das drin ist. Wird wohl etwas drin sein, so viel wie das jetzt geregnet hat. Aber... Ja. Ja, ist so gespannt. Sehen wir uns hier oben. Können wir uns schnaufen. Aber herrlich. Das Wetter macht ein bisschen mit. So, die Staumauer oben haben wir erreicht. Schauen wir hier eine hier oben. Das ist alles schön begrünt. Die ganze Wang. Diverse Auslässe irgendwie hier. Und Wägele. Und die Staumauer an sich ist irgendwie eine einzige Baustelle. Mit ganz vielen Absperrgitter. Keine Ahnung, was sie da. Aber ein bisschen brüchig. Macht ihr Vertrauen bei einer Staumauer. Ich hoffe, man sieht es. Auf dem Schild steht: Achtung, Baden und Schwimmen im Stausee sind äußerst gefährlich, daher nicht erlaubt. Zelten und Schlittschuhlaufen verboten. Also man darf nicht zelteln im Wasser. für Ihre Sicherheit beachten Sie die Vorschriften mit WF für den Umweltschutz. Bitte Aufenthaltsstellen sauber halten. Aber wichtig ist, nicht zelteln im See.
So, ich hoffe, die Drohne. Danke, Schacht. So, ich hoffe, die Drohnenaufnahmen haben gefallen. Schnell, kurz, spitz geflogen. Ja, jetzt laufen wir hier über den Damm und dann geht es eben dann hier irgendwie den Berg auf zu dieser Ruine. Château de Wildenstein, irgendwie so etwas heisst es, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher. Alle Angaben ohne Gewehr. Oder was meinst du? Ja. Du weißt auch nicht, wie es heisst, gell? Ja. Lass mich überraschen. Ja, ja. Wir sehen es. Also, wir haben hier so eine Infotafel gefunden zu diesem Stausee. Und jetzt müsst ihr mal schauen, das ist ein interessanter Ton. Wir haben das Bild so ein bisschen illustriert. Zum Beispiel vor 20.000 Jahren war das ein Gletscher. Und nachher, vor 12.000 Jahren, hat sich eine Art See gebildet. Und hier der, das Berg, das man hier noch sieht, da ist eben das Schloss drauf, wo wir jetzt nicht rauflaufen. Hier ist der Berg auch. Und nachher ist dann noch der Fluss entstanden, der hier noch ein bisschen Felsen hat oder etwas Kreibs. Und nachher ist dann. Was ist das? Ich habe das nicht gesehen. 1646 steht hier unten. Das ist übrigens das Schlossberg, heisst das. Steht ja da. Haben sie ein Schloss gebaut gehabt. Nachher 1750 war es anscheinend schon zerstört gewesen, weil man sieht auf dem Bild nicht mehr so viel. Und nachher ist da langsam begrient, der Berg. Und das Tal auch, 1940. Und nachher 1965, also 1960 bis 1965, haben sie dann den Stausee gebaut. Genau, so sieht das aus. Gut, wir laufen rauf. Das ist die andere Seite der Tafel und wir sind jetzt hier vom Campingplatz unten, sind wir hier raufgelaufen, über den Damm zu der Infotafel. Und jetzt laufen wir hier hinten, dann gehen wir hier den Wald auf. Da ist drum die Ruine. Dann laufen wir hier hinten nachher wieder runter. Und vermutlich laufen wir hier noch schnell hier hinten, im See entlang hinten. Da hat es noch einen Wasserfall drum, ganz hinten. Und dann laufen wir diese Seite zurück. Das sollte eigentlich machbar sein heute. Solange man nicht im See zelteln, ist alles gut. Also, nicht im See zelteln. Merkt euch das. Also, jetzt von hier sind wir gekommen und jetzt geht es hier links in den Wald rein. Das Astrid ist schon voraus. Circuit du Schlossberg. Voilà, da. Jetzt geht es hier ordentlich rauf. Etwa 120 Höhenmeter, glaube ich. So. Ja. Schauen, können wir in Schnaufen. Aber nicht zu fest, es ist geschmierig, hier dreckig und glatt wahrscheinlich. Es hat erst geregnet heute. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir hier oben sind. Ja, es geht gut rauf. Aber es ist schleifrig. Jetzt müssen wir das schauen. Ein paar Meter im Wald drin. Und alles ist bemoost. Alle Steine sind bemoost. Sieht aus wie im Hobbitland. Hobbitland im Elsass, hat Astrid gesagt, falls man es nicht gehört hat. Man hat nur ein Mikrofon, das habe ich. Ja, wir schnaufen schon. Jetzt ist ein paar Meter rauf. Aber wunderschön in dem Moos. Hier im Hintergrund sieht man noch den See. Hier unten. Ja. Schön, sehr schön. Und bevor wieder jemand rumbaut, für die österreichischen Zuschauer und die deutschen Zuschauer, wir laufen jetzt auf die Burgruine Schlossberg. Das liegt neben dem See Krut-Wildenstein, also den Stausee. Bitte schön. Oh je. Das geht schon, es ist weniger matschig als meinst. Auf ist besser gegangen als wieder zurück. Da kommt man so den Wanderweg auf. Dann ist man da so eine Latte im Weg, dass man nicht drüber rausläuft. So eine Kurve verwutscht. Dann sehen wir hier schön auf den See. Aber schön. Und einfach alles bemoost. Jetzt geht es hier links weiter. Schön bergauf. Richtig Sonne. Ja, da hat sogar ein Geländer. Und da einen Steinbiegen. Da hat es einen riesen Schneck. Der ist irgendwie so 12 cm lang. So gleich zu meinem Finger. Noch nie gesehen so etwas. Krass. Ja. Hi. Hi.
Wir sind gleich oben. Nicht weit. Nur noch hier rauf. Noch zwei Kurven. So, ich bin auf der oben, Sastri kommt auch gerade. Jetzt packe ich die Drohnen aus. Dann fliegen wir hier eine Runde. Und dann sieht man es, glaube ich, am besten. So, die Drohne ist wieder in der Luft gesehen. Ich glaube, wieder gute Aufnahme geworden. Die Drohne ist halt immer gut. jetzt müsst ihr mal schauen. Drehe ich schnell auch um. Hier hat sie so die Mäuerchen, die Überbleibsel von dieser Burg. Und wenn man hier hinläuft, kann man hier über das Mäuerchen ausschauen und dann geht es ordentlich runter. Ui! Das ist nicht mit Leuten für Höhenangst. Aber das Mäuerchen ist genug, man kann ein bisschen daher liegen. Das hat jetzt die letzten paar Jahre auch gehabt, dann wird es jetzt auch heben. Ein paar Kilo. Aber von diesem Schloss ist echt nicht viel übrig. Also das sind noch die paar Mäuerchen, die man hier sieht. Das zieht sich hier noch etwas über. Es hat hier überall ein paar Grillstellen. Ja, einfach die Aussenmauern sind noch da. Und da hinten sieht man zum See ab. Jetzt laufen wir hier wieder hinten drüber ab. Und dann wahrscheinlich dann hinten am See, hinten durch zum Wasserfall und dann wieder links zurück. Ja, und rundherum nachher der Berge zu den Vogesen. Hier, das sind die letzten Überbleibsel von dieser Burg. Also eigentlich ist nicht mehr viel, es ist mehr Wiese. Hier war auch noch irgendwie ein Raum gesehen, etwas da vorne. Hier hat es noch ein paar Mauern. Aber da kann man jetzt einfach so aus dem Stegreif nicht sagen, was gesehen ist. Auch hier hat es irgendwie etwas gehabt. So etwas Halbrundes hier, so eine Ausbuchtung. Das ist auch hier. Das ist gerade ein Schild, sehe ich jetzt gerade, wenn ich gerade hergelaufen bin. Das war anscheinend gerade gebaut vom Gebäude. Also man sieht es hier vielleicht ein bisschen, wenn ich höher herzoome. Der Turm hier, der Seitenturm von dieser Kapelle. Ist das hier gesehen? Jetzt sehe ich nur noch Grundmauern hier. Hier hat es ein paar Mauern. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich sehe fast nichts, aber ja, vielleicht sagt er dir das. Einmal auf der Kamera jetzt hier. Das ist eben, was der vorhin gerade gesehen auf dem Schild, die viereckige Mauer, die Grundmauer von diesem viereckigen Gebäude, wo nachher dann das Halbrunde noch dran gebaut war. Das muss ich noch hier zeigen. Also das hier. Hier vor mir ist eine Mauer und dann geht es hier so hinter zu beidseitig. Das war das viereckige Gebäude. Quasi die Grundmauer noch von diesem Gebäude, von der Kapelle. Aha. Ja, sieht nach einer Kapelle aus. Könnte noch sein, ja. Könnte noch herkommen. Oh, mit viel Fantasie. Mit viel Fantasie könnte man das meinen, ja. Genau. Aber ist ja schön. Stoppen. Also, wir müssen ein bisschen schauen, mal auf. Hier ist zum Beispiel ein schönes Loch, da können wir schön runterfallen. Da wollen wir nicht durch.
Aber sie sind hier flüssig am Aufbauen. Sie haben hier Baustellen. Und die dort Steine wieder aufbiegen. Ja. Da werden eben noch so Löcher wie dort geflickt. Genau. Da sollte man vielleicht nicht zu nahe gehen, ist hier ein bisschen abgesperrt. Aber da sind sie irgendwie etwas am machen. Du kannst ja schnell hier bleiben stehen. Ja, ja. Genau. Ja, ist abgesperrt, siehst du nicht? Ja, da geht es auch ein Loch ab. Da müssen sie die Mauer frisch machen. Genau. Absturzsicherung. Ja, da wird die Mauer frisch gemacht, die ist hier auch ein Loch ab. Aber ein ordentliches Loch ab. Gut. Ja. So, jetzt sind wir wieder bei den Kapellen. Wo hier sieht man es am besten, die Mauern. Die sind mega dick, die sind fast einen Meter dick. Und hier auf dem Schild sieht man eigentlich, wie die aussehen. Also hier das Grüne, hier, das sind auch noch die Mauern, die jetzt noch hier sind. Das Stück hier, das ist das hier. Mhm. Genau. Und dann ist hier eigentlich illustriert, wie das aussieht mit dem Gebäude, mit dem Dach und so. Ja, 28 auf 10 Meter ist das gesehen. Und hier kennt man auch noch ein Gebäude. Oder mal so ein Gebäude gesehen ist. Da ist noch so ein Halbrund hier. So drei Seiten kann man erkennen, was hier gestanden ist. In der Mitte der flache Boden. Aber ja, der Dung ist ein Schild, die laufen dort hin. Da kann man schauen, was das ist. Also anscheinend am Schild da ist das der Roststall gewesen, 11 auf 15 Meter. Aber ich kann leider nicht so gut Französisch. Aber sehr äusser abbildend. Ich meine, das ist ein Roststall gewesen, ja. Also das Astrid hat noch eine Tafel gefunden. Da sieht man eigentlich ziemlich gut, wie die Burg mal ausgesehen hat. Das ist doch keine Burg, oder? Ja, mal Schloss, Chateau. Vier Niveau, also das ist alles das Tiefste. Das ist jetzt eben der Roststall, den ich jetzt gerade vorhin gezeigt habe. Und das hier ist die Kapelle. Und das sind ja die Mauern da rundherum. Aber da ist auch noch mehr gestanden früher, ich weiß es nicht. Ich finde sicher noch eine Tafel, wo da etwas draufsteht, was das war. Ja, aber die Kapelle haben wir vorhin gezeigt und das ist eben der Roststall. Das ist da drin. Das hier drin, ja. Da, vielleicht sehen wir es von hier noch ein bisschen. Die Ausbuchtung. Schöne Fels reingebaut. Unverwüstlich. Gut, jetzt laufen wir mal hier runter, da geht es nachher wieder das Loch ab. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo dort eigentlich die Höhle ist, die ich auf der Fette gesehen habe. Da vorne ist sie, da geht sie in die Höhle rein. Dort laufen wir jetzt runter. Huhaha. Und da sieht es auch irgendwie aus, als wenn du etwas gesehen. Da war eben ein Eis vorhin auf der Karte. Ja, da hast du auch noch irgendetwas gesehen. Aber da ist nur so ein Hof irgendwie, so ein Innenhof. Man sieht auch hier die Aussenmauern. Das sieht man noch ein bisschen. Ja, und da hat es ganz viele Steine, mit denen sie die Mauern wieder aufbauen, wenn sie zusammengefallen sind. So, wir haben ja das ganze schlaue Google-Übersetzer, das habe ich schnell, kurz, ganz schnell übersetzt. Das ist anscheinend der Steinbruch von dieser Burg. Da hat man Material abgebaut, dass man eine Burg aufbauen kann. Anscheinend. Das ist auch gäbig, da hat man das Zeug schon oben. Da muss man nicht alles raufschleifen. So, eben hier, das ist anscheinend der Zugang zu diesem Schloss. Oder zu dieser Burg. Ja, sieht abenteuerlich aus, es tropft auch ordentlich. Wir laufen jetzt mal hier durch. Es sieht arschglatt aus am Boden. Und hier läuft auch das ganze Wasser durch. Es matscht ein bisschen, ja. Naja, Stück für Stück. Uiuiui. Oh ja, es ist ordentlich am Matschen. Aber davor ist nachher besser drinnen. Schau das mal an. Ich weiss, es ist nur Dreck. Das soll ich nicht so tun. Oh, jetzt haut es. Die Tropfsteinhöhle. Ui. Ja. Machen wir. Füllen wir das jetzt da durch. Nicht schlecht. Ja, da geht es schon. Nein, das geht. Da hat es gut. Sagte er und mault sich. Ah, da hat sogar das Feiste zum Rausschauen. Ui. Ja, viel sieht man nicht. Viel sieht man nicht. Das Tunnel ist geil. Meinst du diese Richtung? Ui. Ja, man sieht nicht viel auf der Kamera, ist ein bisschen überbelichtet. Schwierig da mit der Dunkel und Hell. Ja, das Astrid ist schon da durch. Dann kommen wir jetzt auch. Wow. Was steht hier noch Schönes? Ah, eben.
Landkreis du Château, der Eingang zum Schloss. Ah, das war sogar noch so ein Vorbau gesehen. Und dann geht es hier auf. So hat das mal ausgesehen, so ein bisschen illustriert, ja. Gut. Oh, ich gehe das doch Loch ab. Da fehlt etwas, da ist auch ein bisschen etwas Erde, aber eine schöne Stege. Schön langsam. Geländer heben. Ja, das ist ein Ja, das ist ein Geländer. Besser als nichts. Genau. Ich wollte eigentlich ohne Kamera machen, aber ich mache es gleich mit Kamera. Es ist ordentlich steil. Ordentlich steil. Aber geschafft. Geschafft. Steil ist mit Sonnenbrille. So. Aber dann ist die Höhle hochgelegen. Da sind wir gerade oben runtergekommen. Und was hat es hier noch Schönes? Das war Burgtor gesehen, jetzt. Hier hat es eine Klappe zum Aufmachen und hier konnte auch einen aufmachen. Mhm. Und dann also, da oben weggegangen. Kannst du einfach einen aufmachen irgendwie? Nein, wir stehen jetzt eigentlich drunter. Ja. Genau, das müsste eigentlich von hier hin. Von dort hin ist ein Weg. Man sieht es gar nicht richtig. Hier war auch der Zugang gesehen früher. Hier hinten, wo die Schildchen sind. Jetzt zoomen wir mal her. Dort. Ist hier eine Lücke, da war nachher eine Zugbrücke gesehen. Mhm. Und auf das Gipfel rauf, also das Zeug hier. Und dann von hier, wo wir jetzt stehen, ist auch, nachher auch wieder eine Zugbrücke gesehen. Also, besser gesagt, von hier rauf, hier, irgendwie hier in den Eingang rein. Ja. So hat das ausgesehen. Jetzt laufen wir hier so den Wald ab, hier von dem vom Weg hinführen. Und schauen so rechts rauf. Und dann sagt Astrid, dort ist eben auf dem Baum oben. Und ich sage, das ist ein Jägerstang. Dabei ist das ein Seilpark hier oben. Wenn man das sieht, hier Bäume sind überall Podest und Seile. Aber dort oben, das sieht man aber gar nicht, ich muss mit dem Finger zeigen. Dort oben, das dort ist ein Podest und das hier ist ein Podest. Recht hoch oben, also das ist sicher, das sind locker 15 Meter. Und das ist hoch. Ach, das Rest haben wir wieder. Ja, wie im Baumberg fast. Richtig Natur. Ein Naturseilpark. Vorhin ist ja gerade hier. Für gewisse Personen, da kannst du Zipline machen. Die Person ist ja schon angesprochen. Oder fühlt sich schon angesprochen, der, was ich meine. Ich merke mir das. Ich schicke dir den Link. Hier hinten auch, dort oben. Auch Podest. Hier oben und dort oben. Geil. Das Astrid ist schon wieder voraus. Da musst du fast Säckchen jetzt ins Bergab gehen. Und wenn man sich noch nicht so getraut, kann man hier den Kinderpark gut nehmen. Kann man auf diesen Läden rumlaufen. Oder hier über die Hindernisse klettern. Kann man sich hier ein bisschen ausprobieren. Oder hier durch den Tunnel klettern. Kann man sich hier ein bisschen ausprobieren. Hier die verschiedenen Untergründe. Oder hier drüber klettern. Ja. Dort durchs Loch wird schwierig, aber das wird auch gut. Also, wir haben noch mehr Kletterpark gefunden. Da ist der Kinderparkour. Hier, einen Meter hoch. Da kann man das Licht anfangen. Ist auch blau angeschrieben. Hier drauf. Und dann hier hinten. Hier hinten und dann wieder vorne. Oder hier oben durch. Da geht es schon ein bisschen mehr in die Höhe. Hier ist auch der Name dazu. Le Sentier des Fourmis. Überall Podeste im Wald. Cool, das ist ein recht grosser Park, also muss ich sagen. Und falls man dann runterrollt, wenn man von einem runterfällt, fällt einem das Netz da hinten wieder auf. Also, alles safe. Ja, sieht man das? Ja, ja. Da ist ein Auffangnetz. Alles safe, da passiert nichts. So, wir sind wieder drum. Hier hängen sind wir hergekommen. Und dort hinten geht es. Die See geht nur noch bis dort hinten. Das ist das Ende eigentlich. Und ich denke, wir laufen noch hinterher. Gehen hier noch mal die Strasse entlang. Vielleicht sehen wir ja noch etwas Schönes. Also hier, das ist auch ein Ende, hier, das Podest. Und dort auf der anderen Seite vom See. Es geht hier einiges Seil drüber rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der Hund baut auch schön. Kann man sich hier noch ein Zipline über den See. Ist das geil. Und dann landet man hier auf dem Podest. So, jetzt haben wir schnell ordentlich Gas gegeben. Das Ende vom See erreicht.
Ah, schön. Es ist krass, wie weit das ist. Jetzt musst du schnell die Kamera drehen. Ja. Dort hinten sind wir gekommen. Dort ist noch der Berg, wo das Schloss drauf oben ist. Das hier. Und rechts dort hinten ist der Stausee. Ganz minim sieht man ein bisschen, das Rot-Weisse. Mit dieser Absperrbande. Da sind sie überall am Fischen. Und jetzt laufen wir hier weiter. Das heißt, wieder schon einen Moment weiter. Und da hinten ist der Wasserfall. Da irgendwo im Wald drin. Da ist der Wasserfall. Jetzt laufen wir rüber. Jetzt geht es hier über die Strasse. Das ist so ein super schönes neues Weg. Schön zum Wasserfall auf. Und zickzack. Geht das hier rauf. Und nachher dort oben ist der Wasserfall. So, Wasserfall erreicht. Schauen wir das an. Das Becken vor dran und dann der Wasserfall. Da schreit die regelrecht davon, dass ich schnell die Drohne rauflasse. So, wir laufen jetzt auf der Westseite vom See wieder zurück. Durch die Strasse nachher schön. Und ja, wenn es noch etwas Spannendes gibt, dann lasse ich noch eine Kamera an. Sonst sehen wir uns zurück beim Campingplatz. So, wir sind wieder zurück beim Campingplatz. Die Nachbarn sind schon alle gegangen und da kommen wir auch gerade zum Punkt. Wir gehen darum auch heute schon wieder heim. Nicht erst morgen, weil es kommt ordentlich regnen anscheinend in der Nacht. Und dann müssen wir morgen aus dem Regen zusammen rum. Darum gehen wir heute schon heim. Ja. Ja, machen wir noch den Tag kürzer. Haben wir noch den Tag extra gezahlt, aber der Campingplatz ist so günstig, da spielt das nicht so eine Rolle. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Aber ich denke, das muss fast an dem liegen, weil es ist gar nicht mehr gegangen. Und eigentlich müsste unser Hochvoltsystem von diesem Plug-in-Hybrid die Batterie laden. Aber
Ich hatte das Nachtauto zu, es hat nicht mehr geleuchtet, es war geschlossen, eigentlich hätte er es aber nachgeladen. Hat er nicht gemacht anscheinend. Aber jetzt fahren wir, meine Nachbarn haben immer geholfen überbrücken, die haben das Kabel dabei gehabt. Das hat funktioniert, wir vorher den Motor rüber überbrücken. Also wir mussten nicht alles ausbauen, eigentlich recht gut gegangen. Dann ist das Auto ganz normal angelaufen, aber jetzt leuchtet die Motorlampe. Komischerweise, aber es funktioniert alles, also tönt auch normal. Wir fahren jetzt mal. Ja. Es ist eine Notbremsassistenz, der wollte eine Bremse. Das kommt auch jemandem auf. Super Auto. Ja. Wir fahren mal heim. Das wird schon irgendwie passen. Man schießt mir jetzt an, damit es auf der Straße noch einmal abstellen, wieder anlassen und dann geht es wieder nicht. Ja. Weil ich glaube, hier in diesen Dörfchen, jetzt Ostersonntag, wird es schwierig, irgendwie noch etwas zu finden, wo hier helfen könnte. Ja. Ja. Und dann wahrscheinlich noch Sprachbarriere. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. So, wir sind daheim. Wir haben es geschafft. Ja. Vor dem Regen, jetzt müssen wir wieder alles ausladen. Dachzelt noch einmal aufmachen. Ein bisschen durchlüften, weil das ist noch nass. Ja. Alles rausräumen, Bettzeug auspacken, das Vordach, die Markise auspacken, aufhängen. Das ist alles ist noch ein bisschen nass und das ist nicht gut, wenn man das nass verräumt. Ja. Ja. So nach der Ferien ist noch nicht gerade, also gut, Ferien, ist nicht gerade einfach rein und Feuer oben und schön gewesen, sondern ja, es zieht jetzt noch ein paar Sachen. Nachbereiten quasi. Genau, ja, so wie man sich halt vorbereitet, muss man nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, wenn ihr bis jetzt noch dranbleiben seid, danke fürs Zuschauen. Ja, und merci vielmals. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja, wenn wir wieder unterwegs sind mit eurem Dachzelt. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.